Liebe Genossinnen und Genossen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, die Anschläge des vergangenen Wochenendes in Paris haben uns gezeigt, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist. Sie haben uns und viele andere Menschen berührt, schockiert, haben erneut, wie bereits die Anschläge gegen die Satirezeitschrift Charlie Hebdo, eine Welle der Anteilnahme und der Solidarität nach sich gezogen. Mir geht es ganz persönlich so, und in den sozialen Netzwerken gab es ja auch Debatten um diese Frage, dass ich mit meiner Empathie nicht differenzieren mag. Ob in Ägypten ein russischer ziviler Airbus von einer Bombe zerrissen wird, ob in Beirut 44 Menschen einem Selbstmordanschlag zum Opfer fallen, ob in Bagdad während einer Beerdigung in einer Moschee Dutzende Menschen sterben oder wie gestern in Bamako Geiseln in einem Hotel genommen werden. Überall sind es Menschen, die die Zielscheibe bilden. Familien werden zerrissen, Kinder werden zu Waisen, Angst breitet sich aus und frisst sich wie ein Geschwür durch die Gesellschaft. Wir dürfen uns an solche Meldungen nicht gewöhnen. Und selbst wenn wir alle wissen, dass der Terror nicht vom Himmel gefallen ist, sondern sozioökonomische und kulturelle Ursachen hat, dass er auch das Ergebnis der Staatszerfallsprozesse im Nahen Osten, in Irak, in Libyen, in Syrien ist, wäre es zu kurz gegriffen, die Verantwortung dafür jetzt schlicht bei der USA, bei der NATO oder der EU zu suchen. Eine solche Sicht blendet aus, dass es für die Ideologie des Islamischen Staats des Westens nicht bedarf, dass er zunächst eine brutale und quasi-staatliche Landnahme innerhalb der arabischen Region ist. Es sind ja nicht zuletzt Muslime, die dem Terror des IS ausgeliefert sind, und es sind nicht zuletzt Muslime, die gegen diese Landnahme des IS kämpfen, sich zur Wehr setzen. Der IS will Horror, Furcht und Angst erzeugen. Er richtet sich gegen alles, wofür demokratische Sozialistinnen und Sozialisten stehen. Diese Furcht muss uns beschäftigen. Sie ist geeignet, unsere Gesellschaft massiv zu verändern, und zwar nicht zum Positiven. Navid Kermani, der diesjährige Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, hat auf die propagandistische Logik des IS hingewiesen, die darin besteht, dass er mit seinen Bildern eine immer höhere Stufe des Horrors zündet, um in unser Bewusstsein zu dringen. Das wird nicht aufhören. Der IS wird den Horror so lange steigern, bis wir in unserem europäischen Alltag sehen, hören und fühlen, dass dieser Horror nicht von selbst aufhören wird, sagt Kermani. Und er fordert eine breite gesellschaftliche Debatte über die Ursachen des Terrors und natürlich auch der Fluchtbewegung. Ja, auch darüber, inwieweit die eigene Politik in unserem Land in diese Katastrophe geführt hat und diese Katastrophe befördert. Eine Debatte, die fragt, weshalb ausgerechnet Saudi-Arabien der engste Verbündete des Westens im Nahen Osten ist. Warum einem Diktator wie General Sisi der rote Teppich ausgerollt wird. Und ich könnte hinzufügen, warum ausgerechnet Erdogan von der EU und der Bundesregierung hofiert wird, dessen Politik nachweislich das Erstarken des IS gefördert hat. Und ich glaube, wir brauchen diese Debatte. Sie wird auch geführt werden. Und wir haben als Linke dazu auch was beizutragen. Kluge Analysen, rationale und vernünftige Vorschläge, vor allem aber die Verteidigung von Weltoffenheit, von gesellschaftlicher Vielfalt und Lebensfreude, von Menschlichkeit. Mit den erneuten Anschlägen von Paris, und das ist das Besondere daran, weil es im Grunde vor unserer Haustür passiert, rückt endgültig ins öffentliche Bewusstsein, wie verwundbar unsere Gesellschaft ist. Dass es jederzeit geschehen und jeden Menschen treffen kann. Furcht angesichts dieses Horrors? Klar, ich kann das verstehen. Es gibt aber offenbar ganz verschiedene Möglichkeiten, mit der latenten Gefahr furchtbarer terroristischer Attacken umzugehen. Nach dem Massaker des Nazis Anders Breivik hat Norwegens Ministerpräsident Jens Stoltenberg folgende Worte gefunden. Unsere Antwort wird mehr Demokratie sein, mehr Offenheit und Menschlichkeit. Wie sehr unterscheidet sich eine solche Haltung von der polnischen Regierung, die als erstes die Abschottung vor geflüchteten Menschen ankündigte? Vor Menschen, die genau diesem Terror entrinnen wollen, mit dem jetzt auch die europäischen Metropolen konfrontiert sind. Wie sehr unterscheidet sich diese Haltung von der Sicherheitsfanatiker, denen zuallererst nichts Besseres einfällt als neue Überwachungsgesetze? Wie sehr unterscheidet sich diese Haltung von der des CIA-Chefs Brennan, der Edward Snowden eine Mitverantwortung an diesen Anschlägen zuweisen will
Oder von der Haltung der Europäischen Volkspartei, das ist die mit der CDU-CSU, und das war Frau Hohlmeier von der CSU, die das gesagt hat, die vorgestern allen Ernstes erklärt hat, die Terroristen des IS würden vergnügt links wählen. Die haben noch nicht alle Tassen im Schrank. Ich finde es persönlich ekelhaft, wenn diese Anschläge, während die Toten noch nicht einmal beerdigt sind, für die Verfolgung der ewig gleichen politischen Agenda instrumentalisiert werden. Von rechts für die Hetze gegen Geflüchtete, von den Sicherheitsfanatikern für die Ausweitung von Überwachungsbefugnissen, aber auch das alte Lied vom Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Udo hat dazu heute alles gesagt. Geheimdienste sind die einzigen Organisationen, die öffentlich Lobbyarbeit betreiben, ohne konkrete Belege für die Richtigkeit ihrer Behauptungen liefern zu müssen. So ist es auch diesmal, schreibt Christian Stöcker im Spiegel. Und so sagen die Datenkraken, wir haben die Nadel im Heuhaufen nicht gefunden, gebt uns einen größeren Heuhaufen. Wie irre, wie bizarr ist das denn? Und darin besteht die große Gefahr einer furchtsamen Gesellschaft. Dass wir zulassen, dass sich der gesellschaftliche Diskurs noch weiter nach rechts verschiebt, dass die Lähmung durch Angst zur Akzeptanz weiterer Einschränkungen von Demokratie und Bürgerrechten führt, dass Misstrauen und Besorgnis zu weiterem Hass und einer weiteren Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas führen. Und ich bin Doro Zinke dankbar, dass sie vorhin auf eine sehr, sehr emotionale Art und Weise ihren Ängsten hier Luft gemacht hat. Ich habe diese Ängste auch. Diese Anschläge werden unsere Gesellschaft verändern. Und es gibt niemanden, es gibt schon noch ein paar mehr als uns. Aber es ist vor allem unsere Aufgabe, dieser Angst, dieser Furcht eine optimistische Idee entgegenzusetzen, eine eigene Vorstellung davon, wie wir diese Gesellschaft verändern können. Eine Gesellschaft in Angst nützt immer der Rechten. Sie befördert Rückzug, Konformismus und den freiwilligen Verzicht auf wichtige Grund- und Menschenrechte, Sündenbock- und Feindbildkonstruktionen. Wenn jetzt der französische Präsident den Ausnahmezustand ausruft und sagt, wir überlegen uns in den nächsten 3 Monaten mal, wie wir die schon mächtigste Präsidialverfassung Europas noch ein bisschen präsidialer gestalten, hat sich Hollande eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn nicht er selbst, sondern Marine Le Pen dieses Amt innehat? Hat er darüber mal nachgedacht? Und was der Bundesinnenminister im Zusammenhang mit der Absage des Freundschaftsspiels in Hannover abgeliefert hat, ist genau das. Das Spiel mit der Angst statt Aufklärung und Mut machen. Unsere Antwort auf die Anschläge muss sein, vernünftige Ermittlungsarbeit befördern. Dazu gehört, Doro, im Übrigen auch, die Polizei vernünftig auszustatten, statt neue Leute beim Verfassungsschutz einzustellen, neue Sicherheitsgesetze einzuführen und dergleichen mehr. Solide Ermittlungsarbeit befördern, die Ursachen des Terrors diskutieren und bekämpfen. Und da dürfen auch wir Linken nicht immer dasselbe erzählen, was wir schon immer erzählt haben. Statt die Spirale der Angst weiter voranzutreiben. Und das heißt für uns, mehr Demokratie, Freiheit der Vielfalt, für Menschlichkeit und soziale Gerechtigkeit eintreten, liebe Genossinnen und Genossen. Und das tun wir ja hier in Berlin seit Monaten, in ganz besonderer Weise. Wir helfen beim Willkommen für Geflüchtete, wir stehen gegen NPD, P und Bergida auf der Straße, wir engagieren uns für eine menschliche Politik. Wir treten ein für die Freiheit der Menschen statt ihrer Unterwerfung unter die Märkte, wenn wir uns laut und vernehmbar gegen TTIP, CETA, gegen eine Weltwirtschaftsordnung der Kapitalinteressen und für einen gerechten Welthandel einsetzen. Wir helfen Menschen, die vor Krieg und Elend fliehen. Wir sorgen dafür, dass das erste Gesicht, welches diese Menschen hier sehen, tatsächlich ein freundliches Gesicht ist. Nicht selten, bevor sie das erste Mal überhaupt mit Staat und Verwaltung in Berührung kommen. Ich bin stolz darauf, liebe Genossinnen und Genossen, dass viele Gesichter Mitglieder unserer Partei sind. Machen wir weiter, das ist das Beste, was wir derzeit tun können. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich bin sehr froh, dass trotz des beschämenden Versagens des Senats und der Stimmungsmache von rechts nach wie vor eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner die Neubürgerinnen und Neubürger unserer Stadt als eine Bereicherung empfinden. Und Dagmar, ich bin auch froh, dass der regierende
Bürgermeister Michael Müller vergangene Woche im Parlament in einer Regierungserklärung Haltung gezeigt hat. Klare Kante gegen Nazis und Rechtspopulisten, klare Absage an permanente Überforderungsdiskurse und Abschieberhetorik, ein klares Bekenntnis zum Asylrecht und zu offenen Grenzen, die klare Bejahung einer Willkommenskultur hier in Berlin. Dafür hat er persönlich meinen Respekt und ich nehme ihm das auch ganz persönlich ab. Aber es war verdammt nochmal auch längst höchste Zeit. Henkel, Heilmann und Schaja hatten ja den Schäbigkeitswettbewerb um Abschreckung und Abschiebung eröffnet und einen grundgesetzwidrigen Vorschlag nach dem anderen in die Debatte geworfen. Keiner der Herren hat sich bis heute dafür entschuldigt oder davon distanziert, im Gegenteil. Noch im November hat Henkel für den Senat im Parlament genau das Gegenteil dessen erzählt, was Michael Müller nun betont hat. Und so, wie damals die CDU-Fraktion frenetisch gejubelt hat, hat sie Müller diesmal die kalte Schulter gezeigt. Genauso übrigens wie die halbe CDU-Fraktion der Kanzlerin die Gefolgschaft verweigerte und kein freundliches Gesicht zeigen wollte. Ich bin froh über alle, die anstatt in den Chor der Überforderungs- und Katastrophenszenarien, der Angsterzeugung und Stimmungsmache einzustimmen, Haltung zeigen. Haltung ist mehr als Symbolik, gerade angesichts des gegenwärtigen Rechtstrends in unserer Gesellschaft. Und das stimmt natürlich. Und das habe ich im Übrigen auf der gemeinsamen Kundgebung von CDU, SPD, Grünen, bla 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 und so weiter am Brandenburger Tor, wo wir gemeinsam gegen die AfD demonstriert haben, auch gesagt. Wer an die Anhängerschaft der AfD herankommen will, darf nicht ihre Position übernehmen. Es hilft nur der harte Weg des Werbens für die Richtigkeit der eigenen Positionen. Es ist ein Kampf um gesellschaftliche Mehrheiten und da darf sich niemand wegducken. Ja, und Dagmar, da hast du dann recht, ich habe von der Integrationssenatorin bisher nichts gehört zu all dem. Wo ist die eigentlich? Wie heißt die eigentlich? Und wenn ich eben sage, Haltung ist heute mehr als Symbolik, dann sage ich eben auf der anderen Seite auch, aber Haltung ist eben auch nicht alles. Es kommt am Ende auch auf das konkrete Handeln an. Tja, und da sieht es im Bund und in Berlin leider extrem traurig aus. Das freundliche Gesicht der Bundesregierung ist immer mehr zur hässlichen Fratze geworden. Die Rückkehr zum Dublin-Abkommen, Registrierzentren, Aussetzung des Familiennachzugs, finanzielle und politische Unterstützung für Erdogan und die Türkei, um die Geflüchteten vor Ort festzuhalten. Das sind jetzt nur einige Stichworte. Und da sage ich, das ist bigott, das ist widersinnig und es ist auch verantwortungslos. Ich kann mich nicht über den Terror des IS empören und gleichzeitig den NATO-Partner Türkei stärken. Ich kann mich nicht über die Tatsache aufregen, dass vornehmlich junge Männer die beschwerliche Flucht auf sich nehmen und bewältigen und gleichzeitig den Familiennachzug abschneiden wollen, der eine eminent wichtige Integrationsvoraussetzung ist. Mal abgesehen davon, dass es eine himmelschreiende Doppelzüngigkeit einer konservativen christlichen Formation ist, die sonst nicht müde wird zu betonen, dass der Schutz der Ehe und der Familie ein großes Grundgesetzpostulat ist. Das ist doch Irrsinn. Wie soll Integration eigentlich stattfinden, wenn ich den Leuten das Letzte nehme, was ihnen geblieben ist, ihre familiären Kontakte, ihren familiären Zusammenhang? Ich kann nicht für eine solidarische Lösung in Europa streiten und gleichzeitig auf Abschottung setzen. Ich kann nicht für die schnelle Aufnahme von Geflüchteten werben und gleichzeitig kann ich sie nicht stigmatisieren und ausgrenzen. Und in der Sache sind alle diese Maßnahmen eine Absage an Willkommenskultur und Weltoffenheit, an Integration und Partizipation. Und da finde ich, das kann man dann schon mal klar aussprechen. CDU und SPD kämpfen gemeinsam darum, zu einer alten Ordnung zurückzukehren, beziehungsweise eine überlebte Ordnung aufrechtzuerhalten. Oder sei es wenigstens die Fiktion einer überlebten Ordnung aufrechtzuerhalten. Eine Ordnung, in der das Elend, für das auch, nicht nur, aber auch deutsche Politik Verantwortung trägt, wieder jenseits der Grenzen Europas verbleiben soll, dort, wo wir es ignorieren können. Schäuble und de Maizière, Merkel und Gabriel unterscheiden sich nicht in ihrem Ziel voneinander, sondern lediglich hinsichtlich des Wegs, auf dem sie es erreichen wollen und auch ein bisschen hinsichtlich der Tonlage, die sie wählen, wobei gerade die Sozialdemokraten da etwas wankelmütig sind. Dass es diesen Unterschied überhaupt gibt in der Tonlage,
im Weg. Das ist nicht irgendeiner menschlichen Ader von Sigmar Gabriel oder Angela Merkel zu verdanken, sondern das ist einzig und allein dem Umstand zu verdanken, dass zigtausende Menschen in unserem Land durch ihren tagtäglichen Einsatz zeigen, dass sie nicht bereit sind, diesen Hardlinern zu folgen. Und deswegen, wir hatten die Debatte gestern Abend ja auch, bei der AG Antifa ist dieser Einsatz in den Flüchtlingsunterkünften keinesfalls nur karitativ oder eine Geste der Humanität. Dieser Einsatz ist eminent politisch, liebe Genossinnen und Genossen. Dieser Einsatz ist zugleich aktiver Protest gegen die Seehofers und Söders, die de Maizières und Schäubles und ihre kleinen Irrlichter namens Schaja und Henkel. Und es ist natürlich ebenso aktiver Protest gegen die Menschenfeinde, die unter dem Banner von AfD und NPD Pegida, Bergida auf Angst setzen und Angst schüren. Und da kommt die Hauruck-Rede des regierenden Bürgermeisters eben viel zu spät. Zu lange wurden und noch immer werden die Helferinnen und Helfer allein gelassen und wird sich darauf verlassen, dass die das schon irgendwie alles regeln. Da werden Turnhallen von heute auf morgen beschlagnahmt, nachdem gestern noch was ganz anderes erzählt wurde. Dann stehen abends ehrenamtliche Helferinnen und Helfer da und kaufen selber das Essen, weil das Lageso nicht in der Lage ist, die Erstversorgung für geflüchtete Menschen hinzubekommen. Und es sind unglaublich viele Menschen, die sich gegenwärtig Stunde um Stunde ans Bein binden und versuchen, selbst in Turnhallen einigermaßen menschliche Bedingungen zu schaffen. Sie spenden Kleider, Spielzeuge, Medikamente, Hygieneartikel, Essen. Manche nehmen ganz selbstverständlich Menschen in ihrer Wohnung, in ihrer Familie auf, wenn die Behörden ihnen das erlauben. Alle spenden unheimlich viel Zeit. Zeit, die sie mit Menschen verbringen, die oftmals niemand anderes haben. Mit Menschen, denen hier zunächst vieles fremd ist, die eine andere Sprache sprechen, andere Gewohnheiten haben. Aber wer auch nur ein einziges Mal in einer Notunterkunft war und gesehen hat, wie schon nach wenigen Tagen Helferinnen und Helfer und die Geflüchteten gemeinsam anpacken, gemeinsam sauber machen, Essen und Kleidungsspenden ausgeben, gemeinsam spielen, lernen oder auch Streit schlichten. Wer all das erlebt hat, der weiß, dass es möglich ist, hier gemeinsam zu leben, egal ob vorübergehend oder auf Dauer. Dafür muss aber eben auch der Staat seinen Teil leisten. Und das beginnt damit, dass die Repräsentantinnen und Repräsentanten dieses Staats den Helferinnen und Helfern den Rücken stärken, statt ihnen mit ihrer Überforderungsrhetorik in den Rücken zu fallen. Und wenn hier irgendjemand das Recht hat, über Überforderung zu klagen, dann sind es die Helferinnen und Helfer in den Notunterkünften und dann sind es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die von diesem Senat dermaßen schmählich im Stich gelassen wurden. Wir brauchen endlich eine gemeinsame Strategie. Wir brauchen endlich eine gemeinsame Strategie, die das "Wir schaffen das" mit einem "Und wir haben dafür einen Plan" untersetzt. Das gilt kurzfristig genauso wie für den langfristigen Zeithorizont. Und da versagt der Senat nach wie vor. Und zwar, und da hat Dagmar eben auch recht, nicht nur die CDU-Senatsbank, sondern der gesamte Senat. Und die SPD kommt mir nicht davon, indem sie sich jetzt auf die Hetzer der CDU stürzt, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Es ist ein Senat, der keinen Plan hat, es ist ein Senat, der hier nichts unternommen hat, es ist ein Senat, der jahrelang zugeguckt hat und es ist ein Senat, der dafür die Verantwortung trägt. Stichwort Immobilien. Es gibt eine Liste von über 100 Immobilien im Bundes- oder Landesbesitz, Flächen, Häuser, die potenziell für die Unterbringung von Geflüchteten geeignet sind. Ich finde, der Senat muss endlich mal Rechenschaft ablegen, welche er davon nutzen will oder nachvollziehbar begründen, weshalb das nicht geht. Und wenn er sie nutzen will, dann soll er sagen, ab wann und was gegebenenfalls noch zu tun ist, damit sie genutzt werden können. Wenn jemand will, dass die Stimmung kippt, dann muss er den Sportvereinen, den Initiativen, den Nachbarschaftshäusern über Nacht ihre Hütten wegpfänden und dann chaotisch Flüchtlingsunterbringung betreiben. Ich frage mich, warum in Mecklenburg-Vorpommern keine Notunterkünfte mehr belegt sind und warum in Berlin Chaya nur am Jammern ist. Der soll seinen Job machen, verdammt, der soll seinen Job machen. Mehr verlange ich doch gar nicht. Stichwort Personal.
Die Zustände im Lageso sind nach wie vor absolut inakzeptabel. Die Aufstockung des Personals dauert zu lange und es kann doch nicht wahr sein, dass Geflüchtete den Staat auf lange Zeit überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Geflüchtete Menschen kommen hierher, die kennen hier niemanden, sind in einer komplett fremden Umgebung. Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Sie wissen nicht, wer für sie verantwortlich ist. Und sie sind verdammt nochmal auf verbindliche, amtliche Auskünfte über ihr weiteres Schicksal und auf ein Minimum an Hilfe für die Sicherung ihrer Existenz dringend angewiesen. Und dann kommt der Senat in einer Situation permanenter Überforderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch noch mit einer Einschränkung des Mitbestimmungsrechts. Ticken die noch richtig? Statt die Menschen zu motivieren und vernünftig miteinander zu reden, werden gerade diejenigen vor den Kopf gestoßen, die man monatelang hat im Regen stehen lassen. Und Doro, ich bin ja froh, wenn Michael Müller sich gestern von euch hat überzeugen lassen, diesen Unsinn jetzt zu lassen. Aber ich frage mich, wie kommt er überhaupt auf die Idee? Das ist doch Wahnsinn! Stichwort Strategie. Wir wollten ja möglicherweise die eine oder den anderen Beamten, die Lust haben, mitzumachen, gewinnen, um zu helfen. Einen haben sie gewonnen, Dieter Glietsch, ehemaliger Polizeipräsident, ist jetzt Staatssekretär. Da stellt sich übrigens die Frage mit den Nebeneinkünften nicht so sehr, mit dem Zuverdienst. Und zwei extra Bürgerämter für Geflüchtete, das ist aber noch keine Strategie, liebe Genossinnen und Genossen. Für die Integration der Menschen brauchen wir Kita- und Schulplätze, Wohnungen, Deutschangebote, Förderangebote am Arbeitsmarkt. Da muss der Sozialstaat ausgebaut werden, da muss der öffentliche Dienst ertüchtigt werden. Und das nützt übrigens nicht nur den Geflüchteten, sondern es nützt allen Berlinerinnen und Berlinern. Und da der Genosse Nelken vorhin ja gesagt hat, also wir sind ja irgendwie auch ziemlich mies und schlecht drauf und schlecht organisiert und schlecht vorbereitet, da sage ich, an der Stelle zumindest sind wir es nicht. Unsere Forderungen liegen seit 2012 auf dem Tisch und sie wurden bisher auch immer wieder aktualisiert. Und die Koalition dazu interessiert uns nicht, brauchen wir nicht. In Thüringen hat die Regierung von Bodo Ramelow jetzt ein Maßnahmenpaket zur Integration von Geflüchteten vorgelegt. Hier in Berlin vermisse ich das schmerzlich. Was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Sie kriegen noch nicht mal die Erstunterbringung hin. Aber fängt doch erst beim zweiten, dritten, vierten Schritt an. Der Kollege Schwarz vom BER, vom Elternausschuss Kita hat uns das vorhin ja deutlich gemacht. BER, ja. Bezirkselternausschuss, BEA. Nein, er hat es doch völlig richtig gesagt. Da kommen Menschen hierher, die haben Kleinkinder, bringen Kleinkinder mit. So, was wird denn jetzt? 3 Jahre wohnen in der Turnhalle oder was? Die brauchen die Kita. Ja, die 7-, 8-Jährigen brauchen die Willkommensklassen. Und by the way, da komme ich zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn ich verhindern will, dass sich irgendwelche Salafisten und Islamisten als die besseren Sozialarbeiter erweisen, dann muss ich vor allem selber Angebote haben, und zwar vom ersten, zweiten, dritten Tag an. Ich kann die Leute doch nicht allein lassen. Ich kann sie doch nicht geradezu in die Arme derjenigen treiben, die die einzige Rückzugslinie für sie darstellen, weil unsere ach so freundliche Gesellschaft leider nicht in der Lage ist, die Mindestbedingungen für eine vernünftige, menschenwürdige Existenz in diesem Land zu sichern, eines der reichsten Länder Europas. Und was tut der Senat? Er bricht eine Debatte ausgerechnet über die Änderung des Tempelhofer Feldgesetzes vom Zaun. Da bist du fassungslos. Ja klar, Michael Müller hat recht, um die geflüchteten Menschen jetzt rasch unterzubringen, brauchen wir keine Denkverbote und es darf keine Möglichkeit ungenutzt bleiben. Ja. Aber wer es seit Monaten nicht hinbekommt, die vorhandenen Immobilien zu nutzen und zu ertüchtigen, wem dann aber als allererstes einfällt, Traglufthallen auf freiem Feld zu errichten, an einem Ort, in dem es keine Anbindung, keine Infrastruktur, keine sanitären Einrichtungen gibt, am besten noch mit dem Zaun drum, dem sage ich, macht endlich euren Job und nutzt die verschuldete Misere nicht noch aus, um Entscheidungen zu revidieren, die 700.000 Berlinerinnen und Berliner gegen euch gefällt haben in dieser Stadt. Das macht mich wirklich wütend. Und ich meine, Traglufthallen können nun überall stehen in der Stadt. Volkspark Friedrichshain, im Tiergarten, vor dem Reichstag gibt es eine große Wiese. Ne? Ich verstehe das Misstrauen gegenüber dieser Koalition, das Feld zu nutzen. Dem Senat traue ich eben nicht.
Und ich traue ihm vor allem eins nicht zu, dass temporäre Lösungen nicht zum Dauerzustand werden. Und dass temporäre Lösungen zum Dauerzustand werden, das macht mir Angst. Wie stellen die sich das eigentlich vor? Wie stellen die sich das eigentlich vor? Alle Hangars voll mit Betten. Ja, also was darüber hinaus noch hinzukriegen ist, weiß man ja nicht bei denen. 7 Hangars, 12 Hangars voll mit geflüchteten Menschen und dann noch das Feld vollstellen. Ich meine, wenn ich Menschen auf diese Art und Weise auf sich selbst und auf dieses Ghetto zurückwerfe, dann erzeuge ich genau die Stimmung, gegen die wir alle hier jeden Tag kämpfen. Ich muss mich nicht wundern, wenn das Frust, wenn das Angst, wenn das Furcht produziert und wenn die Menschen entsprechend reagieren. Und da will ich jetzt überhaupt nicht leugnen, dass die Erstversorgung der Geflüchteten eine riesige Herausforderung ist. Wir haben uns manchmal hingestellt und haben gesagt, wir haben schon 2012 gesagt und wir haben schon 2014 ein flüchtlingspolitisches Konzept gemacht. Stimmt alles. Und trotzdem glaube ich, wenn wir in der Situation dieses Senats gewesen wären, wäre es auch für uns eine riesige Herausforderung gewesen. Es hätte Probleme gegeben, es hätte Ärger gegeben, es hätte Schwierigkeiten gegeben, es hätte nicht alles geklappt. Das ist so. Und das, finde ich, sollten wir auch immer einräumen. Wir sollten uns nicht mit der Hybris hinstellen, zu behaupten, mit uns wäre das alles völlig reibungslos gelaufen. Glaubt uns sowieso keiner, stimmt auch nicht. Aber ich habe das deshalb so ausführlich dargestellt, diesen Umgang mit den Geflüchteten, weil sich darin exemplarisch widerspiegelt, wie dieser Senat mit nahezu sämtlichen stadtpolitischen Problemen umgeht. Die Politik dieser Stadt trabt den Erfordernissen permanent hinterher. Was SPD und CDU fehlt, ist eine Idee, eine Vorstellung, der Mut und die Fähigkeit, die Probleme beherzt und tatkräftig anzupacken. Und da, Michael Müller, reicht eben nicht eine Regierungserklärung. Hier wird mehr schlecht als recht verwaltet. Es wird halbherzig abgearbeitet, wo die Probleme unleugbar sind. Aber nichts geschieht, um Zukunftsprobleme, Zukunftsentwicklungen zu adaptieren, mal irgendwie rechtzeitig anzugehen. Erst werden jahrelang die Entwicklungen ignoriert, und wenn die Probleme dann unübersehbar sind, wird chaotisch, hektisch, planlos und vor allem symbolisch reagiert. Es ist die Kurzsichtigkeit, die Zaunkönigperspektive dieser Politik, die wir beenden müssen. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, gehört dieser Senat abgewählt. Das können wir nun wirklich besser. Berlin war auch schon vor der Ankunft der Geflüchteten eine wachsende Stadt. Jetzt wächst sie halt noch ein bisschen schneller. Wir müssen ohnehin in den Ausbau der städtischen Infrastrukturen, in Kitas, in Schulen, in Wohnungen und in den öffentlichen Dienst investieren. Ja, dann muss das jetzt halt noch ein bisschen besser, ein bisschen schneller und ein bisschen mehr geschehen. Das ist doch an sich nicht so schwer zu begreifen. Die größte Herausforderung, da haben hier mehrere Rednerinnen und Redner darauf hingewiesen, ist eine langfristige und verlässliche Investitionsstrategie. Der Senat sagt selbst in seinen Mitteilungen an das Parlament, es bräuchte, ich zitiere, einen auf 10 bis 15 Jahre angelegten Zeitraum systematischer Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Gut, gut gebrüllt. Danke, Senat. Warum senkt der Senat dann die reale Investitionsquote ab und tilgt Schulden, obgleich das derzeit überhaupt keinen positiven Zinseffekt hat? Ich kann es nicht begreifen. Warum wird punktuell und planlos hantiert? Warum fließt nicht mehr Geld in die Wohnungsbauförderung, in die Krankenhausförderung, in die Eigenkapitalstärkung der Berliner Stadtwerke, in die Schul- und Sportstättensanierung, in die Bäderbetriebe, den Tierpark, die Fahrradinfrastruktur? Haben wir übrigens alles, Manuela hat vorhin darauf hingewiesen, in den laufenden Haushaltsberatungen beantragt. Wo bleibt die systematische Bestandsaufnahme, die der Senat selbst beschwört? Nichts da. Stattdessen machen SPD und CDU Politik mit Überschriften symbolische Politik. Hier ein Sonderprogramm, dort ein Sonderprogramm, dann gibt es ein Spaßbad für den Wahlkreis des sozialdemokratischen parlamentarischen Geschäftsführers Herrn Schneider und es gibt noch ein zweites Spaßbad für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Graf. Und in derselben Zeit kriegen wir von den Berliner Bäderbetrieben einen Brief, in dem sie schreiben, wir haben nicht das Personal und die Kapazitäten, den normalen Bäderbetrieb aufrechtzuerhalten. Sie sind doch verrückt, das ist doch Irrsinn, da muss man doch endlich mal was tun. Spaßbäder hätten die gerne. In der Blackbox SIVA, Sondervermögen Investitionen in die wachsende Stadt, schlummern tapfer 500 Millionen Euro. Aber der Sanierungsstau in der Stadt nimmt von Jahr zu Jahr zu.
Ich bin nicht länger bereit, diese planlose Puzzelei, natürlich immer unter Bedienung der eigenen Klientel, zu akzeptieren. Eine transparente und kluge Investitionsstrategie ist doch nichts Unmögliches. Das ist doch verdammt nochmal nicht zu viel verlangt, zumal wir es 3 Jahre von Ihnen einfordern. Warum machen Sie es nicht? Sie sollen endlich Ihren Job machen. Mehr verlange ich erstmal gar nicht. Und natürlich braucht es nicht nur Investitionsmittel, sondern auch das Personal, um sie umzusetzen. Wenn ich keine Leute in den bauenden Ämtern habe, wenn ich keine Leute habe, die in der Lage sind, einen vernünftigen B-Plan zu entwickeln, wenn ich keine Leute habe, die in der Lage sind, Baugenehmigungen auszuteilen oder Bauüberwachung zu betreiben, dann wird das natürlich alles nichts. Seit 2012 liegen unsere Vorschläge auf dem Tisch. Vorschläge zur verstärkten Personalgewinnung, Besoldungsanpassung, Fortbildungsbudgets, Prämienregelungen und vor allem eins, zeitgemäße Zielvereinbarungen mit den Bezirken zum Personalaufbau anstatt zum Personalabbau und so weiter und so fort. Da hat doch Doro völlig recht. In den Bezirken verharrt die Personalausstattung auf dem Niveau, das die Finanzverwaltung und die Bezirksvertreter vor einem Jahr vereinbart haben. Der Abbau geht also weiter. Als ob sich in der Zwischenzeit im vergangenen Jahr nicht ein bisschen was abgespielt hätte in der Stadt. Schlussfolgerung des Senats? Keine. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich bin es leid, jeden Tag zu lesen, dass der nächste Termin auf dem Bürgeramt frühestens in 2 Monaten zu bekommen ist, dass Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst fehlen, dass die Bäderbetriebe nicht genug Personal haben. Das ist ein nicht akzeptabler Zustand. Wann geschieht dort endlich was? Wir brauchen eine moderne, funktionierende Verwaltung. Wann wird dort endlich beherzt angepackt? Ich glaube, auch das können wir offenbar besser als CDU und SPD. Ich bin es satt, dass dieser Senat die Chancen verspielt, Berlin eine zukunftsfähige Energiewirtschaft zu verpassen. Als wir 2009 noch in der Schlussphase von Rot-Rot über die Gründung eines Stadtwerks diskutiert haben, da wollte die SPD davon erstmal nichts wissen. Da waren schon mal 2 Jahre verschenkt. In der neuen Koalition mit der CDU fand sich dann plötzlich eine schicke Idee, aber die CDU nicht. Ein weiteres Jahr ging ins Land, bis der Energietisch Druck machte. Nun legten die Sozis los. Mit heißer Nadel und planlos wurde ein landeseigener Bieter zusammengestrickt und ein Bonsai-Stadtwerk bei den Wasserbetrieben angesiedelt. Beides funktioniert nicht wirklich. Das Stadtwerk darf keinen Energiehandel betreiben. Der Netzbetreiber wurde gerichtlich aus dem Rennen genommen. Nun kriegen wir, geht das nach SPD und CDU, eine Teilrekommunalisierung der Netze, die Berlin nicht den erforderlichen Einfluss auf die Energieversorgung verschaffen wird. Nun sind bald 7 Jahre vergangen und die SPD feiert sich als Partei der Rekommunalisierung. Nicht, dass solche Überschriftenpolitik nicht auch in unseren eigenen Reihen manchmal gern gesehen wird, aber nur mal nebenbei. Es geht nicht um Rekommunalisierung, weil die gerade schick ist, so wie in den 90er Jahren Privatisierung gerade schick war. Das ist keine Politik, sondern es geht darum, dass wir Energienetze als Instrumente für eine soziale und ökologische Energiewendepolitik in die Hand bekommen. Das ist kein Selbstzweck. Und durch die mangelnde Bereitschaft der SPD zu weitblickender Politik und durch die gebündelte Unfähigkeit dieses Senats verliert Berlin wichtige Jahre, um eine so elementare Frage wie die dezentrale Energieversorgung zukunftsfähig hinzubekommen. Das ist doch zum Haare raufen. Ich habe da einfach keine Lust mehr drauf, dass wir uns nach den Folgen einer unfassbar dummen Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe jetzt auch noch mit den Folgen einer unfassbar dummen Teilrekommunalisierung der Netze rumschlagen müssen. Auch hier gilt, das ist doch keine Zauberei, das können wir offenbar besser. Und auch eine kurzsichtige Baupolitik, Stadtentwicklungspolitik darf man eigentlich dazu nicht sagen, die ausschließlich bis zur nächsten Wahl denkt, bin ich nicht länger bereit zu akzeptieren. Ja, wir brauchen Wohnraum. Ja, wir brauchen vor allem mehr öffentlichen Wohnraum, der Profitmaximierung entzogen ist. Gabi Gottwald hat es vorhin gesagt, es geht nicht um irgendeinen Wohnraum. Wir müssen nicht die internationalen Investitionsmärkte an Immobilien anheizen, indem wir noch ein paar schöne neue Eigentumswohnungen möglichst an den Rand von Grünflächen stellen, von denen man allerdings auch nicht weiß, ob sie es in 3 Jahren noch gibt, wenn der Senat so weitermacht, wie er gerade handelt. Wir brauchen bezahlbaren, öffentlichen, der Profitmaximierung entzogenen Wohnraum. Und was wir auch brauchen, Bernd Schwarz vom Kita-Bündnis hat es gesagt und Daniel Wucherpfennig hat es auch noch mal gesagt vorhin. Was wir vor allem brauchen, ist dazu die soziale Infrastruktur, die Kultureinrichtungen, die Kitas, die Schulen. Ich meine, verdammte Scheiße.
Die Leute leben doch nicht nur in Wohnungen. Ich stehe doch nicht morgens in meiner Wohnung auf, verbringe den Tag in meiner Wohnung und gehe abends ins Bett in meiner Wohnung. Sondern ich will Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und was nützt es mir, die ganze Stadt mit Buden voll zu klotzen, wenn die soziale Infrastruktur dazu nicht da ist? Und dann feiert sich der Senat für die Anzahl der ausgereichten Baugenehmigungen. Nein, was wir nicht brauchen, ist eine Baupolitik, die sich allein an Tonnenideologie misst. Was gebraucht wird, ist eine Stadtentwicklungspolitik, die das Morgen mitdenkt, die Klimawandel und Erderwärmung mitdenkt, die begreift, dass Stadt mehr als Wohnen ist und dass Grün oder Freiräume auch in 15 oder 20 Jahren in unserer Stadt noch gebraucht werden. Ich habe satt, dass jeder noch so vernünftige Einwand gegen das wilde Zuklotzen noch der letzten Grünfläche in Berlin pauschal als egoistische Not-in-my-backyard-Haltung denunziert wird, während der Senat Mauerpark, Lichterfelde, Kleingartenanlage Oeynhausen, ich könnte das jetzt noch eine Weile fortsetzen, sich als Trüffelschwein für die Immobilienwirtschaft betätigt. So wie ich ohnehin die Nase davon voll habe, dass Bürgerbeteiligung in Berlin nur so lange als opportun angesehen wird, wie sie staatliches Versagen kompensieren hilft oder den hohen Herren auf den Senatsbänken die Ergebnisse gefallen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, das ist dann der nächste Punkt, warum dieser Senat abgewählt werden muss. Ich will, dass Menschen in Berlin mitmachen und mitgestalten können. Das setzt aber zweierlei voraus, dass man sie erstens mal ernst nimmt, wenn sie sich engagieren, und dass es zweitens tatsächlich etwas zu entscheiden gibt. Die SPD und die CDU haben ja eine neue Form, eine ganz neue Form der Demokratie entwickelt. Na, ganz neu ist sie nicht, sie hat Vorbilder. Die gelenkte Demokratie, die Demokratie auf Einladung der Führung. Wenn man sich in der Chefetage mal nicht mehr einigen kann oder der Ansicht ist, dass ein Thema so, sagen wir mal, ungefährlich ist, dass man sich hierzu die Meinung der Mitglieder zumuten kann, dann ruft man zur mehr oder minder verbindlichen Mitgliederbefragung. Das kennen wir schon, das wollten Sie in Sachen Olympia für Berlin ganz allgemein einführen. Und damit auch ganz gewiss nicht schief geht, wird die eine oder andere Frage dann auch noch etwas manipulativ gestellt. Da lernen wir dann, dass die Union gegen die Ehe für alle ist, dass die SPD das Kopftuchverbot beibehalten will und Cannabis-Legalisierung für Teufelszeug hält und so, das ist alles schön und gut. Aber ich persönlich bevorzuge die Art von Demokratie, bei der Menschen selbst bestimmen können, welche Angelegenheiten sie in welcher Art und Weise regeln wollen. Und ich erinnere mich noch gut an den Widerwillen bei SPD und CDU, die Möglichkeiten der direkten Demokratie auszuweiten. Damals, als wir mit ihnen gemeinsam rot-rote Politik gemacht haben. Und ich nehme zur Kenntnis, dass alle Vorschläge zur Verbesserung oder Erweiterung direkter Demokratie in dieser Legislaturperiode in den Vorlagenkeller des Abgeordnetenhauses gewandert sind, wo sie jetzt so lange vor sich hinschimmeln werden, bis die Legislaturperiode vorbei ist. Was dagegen im Eiltempel durch das Parlament gebracht wird, sind Einschränkungen der direkten Demokratie. Verschärfte Regelungen zur Unterschriftenprüfung. Der Senat will sich jetzt legalisieren lassen, dass er mit Steuergeldern Kampagnen machen kann, um seinen eigenen Standpunkt darzustellen. Ich meine, das hat er sowieso schon gemacht, aber es war damals rechtswidrig. Das hat er auch gewusst und wir sind ihm dabei auch auf die Schliche gekommen. Also wollen Sie jetzt ins Gesetz einfach reinschreiben, wir dürfen zukünftig mit Steuergeldern Plakatkampagnen machen, um die Berlinerinnen und Berliner vor ihrer eigenen Meinung zu warnen. Das ist doch irre. Ja, und wenn Herr Groth hier irgendwo eine Freifläche mit Eigentumswohnungen bebauen will und noch eine öffentlich geförderte Lärmschutzwand daneben stellen will, die dann auch wieder aus Haushaltsmitteln bezahlt wird, dann ist der Senat natürlich ganz schnell dabei, den bezirklich Engagierten die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens damit aus der Hand zu schlagen, dass er das Verfahren einfach an sich zieht. Ich meine, die Bezirke sind nicht genug ausgestattet, um vernünftige B-Pläne selber hinzubekommen, aber im Augenblick wird im Monatsrhythmus eins nach dem anderen der großen Planungsverfahren in die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gezogen und soll dann dort realisiert werden. Mit der Konsequenz, dass Bürgerinnen und Bürger, die sich dagegen wehren wollen, Nese sind, weil die Bezirksämter dann einfach sagen, tja, ist jetzt der Senat zuständig, können wir nichts mehr machen, seid ihr leider raus, ist euer Bürgerbegehren leider gegen die Wand gefahren. Das ist die Art von Bürgerbeteiligung, die dieser Senat verfolgt und auch das habe ich satt. Ich möchte gerne, dass es Menschen leichter gemacht wird, mitzuentscheiden, statt ihnen, wie es dieser Senat tut,
permanent Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und das fängt ja nicht erst bei der Entscheidung, sondern schon bei der Planung an. Ob in Sachen Neue Mitte, Mauerpark, Olympia, Tempelhof, da gab es überall tolle Foren und Webseiten, wo man irgendwie so Sachen reinschreiben durfte, wie man dieses findet, wie man jenes findet, wo sich alle irgendwie äußern durften. Aber am Ende wird getan, was der Senat, die Verwaltung oder interessierte Klientele wie die Immobilienlobby gerne hätten. Es stimmt schon, ernsthafte Bürgerbeteiligung kostet Zeit. Ich meine, angesichts der Tatsache, dass der Senat für alles Elend lange braucht, um aus dem Knick zu kommen, ist das jetzt nicht so das Problem. Das scheint mir verschmerzbar. Das Entscheidende ist, dass man auf diesem Weg zu Lösungen kommt, die vermutlich viel besser sind und viel breitere Akzeptanz finden, als das, was sich Herr Geisel oder Herr Böning oder die Immobilienlobby ausdenkt. Das ist doch das Entscheidende. Ich muss doch die Leute einbeziehen, wenn ich Akzeptanz für Politik gewinnen will, und ich werde wahrscheinlich mit den Lösungen, die ich damit erziele, noch eine viel bessere Politik machen, als wenn ich das alles im Hinterzimmer auskungle. Und deswegen glaube ich, wir müssen uns ganz ernsthaft dafür einsetzen, die Möglichkeiten direkter Demokratie auszuweiten. Wir müssen uns auch noch selber ein bisschen Gehirnschmalz investieren, um auf neue, gute, zündende Ideen zu kommen, wie man gerade im Nachbarschaftsbereich Bürgerbeteiligung, und zwar ernsthafte Bürgerbeteiligung, noch viel besser organisieren kann. Aber, und da komme ich zu dem, was ich eingangs gesagt habe, in unserer Stadt spielt sich gerade was unglaublich Wunderbares, unglaublich Großartiges ab. Berlinerinnen und Berliner sagen, wir können Zehntausenden Menschen Schutz und Willkommen gewähren. Und Zehntausende Berlinerinnen und Berliner machen auf irgendeine Weise damit. Die sagen nicht einfach, ich zahle Steuern, soll sich mal endlich der Staat drum kümmern. Die kümmern sich selbst. Die organisieren sich selbst. Und sie helfen sich untereinander, um besser helfen zu können. Und ich glaube, dass sich da das Potenzial zeigt, was diese Stadtgesellschaft mobilisieren kann. Da zeigt sich doch, was Berlin gewinnen würde, wenn es der Politik der Stadt gelänge, die Bevölkerung zum Mitmachen und zum Mitgestalten zu gewinnen. Wenn sich Politik nicht damit begnügen würde, zufrieden zu sein, dass Bürgerinnen und Bürger alle 5 Jahre mal irgendwo ihr Kreuzchen machen. Es gibt eine riesige Bereitschaft, mitzutun, Berlins Zukunft mitzugestalten. Und auf der anderen Seite haben wir eine Koalition und einen Senat, die in nahezu allen Feldern hektisch, aktionistisch, symbolisch agieren und die Zukunft der Stadt verspielen. Wir haben heute zig Beispiele dafür hier in der Debatte gehört. Es gibt kaum ein Thema, bei dem dieser Senat oder diese Koalition auch nur ein befriedigend ins Heftchen geschrieben kriegen könnte. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, will ich, dass dieser Senat abgewählt wird. Je früher, desto besser. Je länger die sich mit sich selbst herumquälen, zaudern, blockieren, zögern, desto schlimmer wird es. Und desto mehr Chancen bleiben ungenutzt. Ich will, dass hier was gegen die soziale Spaltung unternommen wird, gegen die Verdrängung von Menschen mit geringem Einkommen. Dass die Stadt endlich wieder funktioniert, dass sie uns nicht unter den Händen zerbröselt, wie es die Schulgebäude und Brücken tun, die wir in unserer Stadt haben. Wir sehen, wie viele Menschen sich für unsere Stadt engagieren. Das ist gut, aber es reicht nicht. Ich will und wünsche mir, dass die Politik dieser Stadt ihnen dazu die Rahmenbedingungen schafft, dass er sie unterstützt und vor allem, dass staatliche Aufgaben bleiben, statt von Ehrenamtlichen bis zur totalen Erschöpfung weggetragen zu werden. Angesichts der Probleme unserer Stadt brauchen wir nicht weniger Demokratie, sondern mehr davon. Diejenigen, die das Gefühl haben, dass sie außen vor sind, dass die Dinge an ihnen vorbeigehen, müssen wieder in den Mittelpunkt stehen. Sie müssen sich einbringen können. Wir brauchen nicht weniger Engagement, sondern mehr davon. Und es ist Aufgabe der Politik, das zu unterstützen, statt das als Lückenbüßer für die eigene Unfähigkeit zu instrumentalisieren. Wir brauchen nicht mehr Angst, sondern mehr Mut. Berlin ist keine Stadt für Angsthasen, hat Brigitte Ferle in der Berliner Zeitung geschrieben. Und es bedeutet nicht, den dicken Max zu markieren, mit ballonförmigen Oberarmen durch die Welt zu stolzieren, sondern offen zu sein für Dialog, Austausch mit Respekt, bei Bewahrung der eigenen Haltung und eines beherzten Stils. Es geht darum, Berlin zu gestalten, statt es einfach mehr schlecht als recht zu verwalten. Ja, auch wir haben nicht für alles eine Lösung. Ja, Michael, und wenn es darum geht, auch Analyse zu liefern, auch Analyse über das, was wir alles nicht hinbekommen haben, ja, dann ist es unsere Aufgabe, das zu ändern. Es ist doch keiner gehindert,
endlich diese Analyse, also diese allumfassende Analyse zu liefern, warum wir 10 Jahre nicht die Ziele erreicht haben, die wir erreichen wollten. Und ja, wir kochen auch alle nur mit Wasser. Und wir sollten uns nicht in die Situation der SPD begeben, mit Hybris über Kritiken und Einwände hinwegzugehen. Das steht demokratischen Sozialistinnen und Sozialisten nicht gut zu Gesicht. Aber mit einem hat Michael Nelken recht, absolut recht. Es muss darum gehen, Kompetenz aufzubauen. Und Kompetenz aufzubauen ist übrigens was anderes, als Gesinnungsreden zu halten. Kompetenz aufzubauen bedeutet, die Spielräume auszuloten, die wir haben, um unseren ja nun wirklich weit gesteckten Gesellschaftsveränderungszielen näher zu kommen. Ich finde, Gabi Gottwald hat vorhin was völlig Richtiges gesagt. Also wenn es um Artikel 14 geht, im Grundgesetz, Eigentum verpflichtet, ist unsere Aufgabe nicht, Eigentümerinnen und Eigentümer davor zu beschützen, dass ihr Eigentum für sozial nützliche Dinge herangezogen wird. Völlig richtig. Also das ist ja das Mindeste, was man von Sozialistinnen und Sozialisten erwarten kann. Nur, was halt auch nicht reicht, ist dann den Betroffenen irgendwie mit dem Grundgesetz um die Ohren zu schlagen. Davon hast du die gesellschaftlichen Zustände noch kein bisschen besser gemacht oder verändert. Sondern wenn es darum geht, Eigentümerinnen und Eigentümer heranzuziehen und für die Gestaltung des Gemeinwesens in Mitverantwortung zu nehmen, dann brauchen wir rechtssichere, tragfähige, vernünftige und gesellschaftlich akzeptierte Wege. Es mangelt uns nicht an irgendwelchen Vorstellungen davon, wie wir die Gesellschaft verändern wollen, sondern woran es uns oft mangelt, ist die konkrete politische, inhaltliche Substanz, um die Dinge dann auch verhandelbar zu machen im politischen Raum. Das ist das, worum wir kämpfen müssen. Ich habe ja schon das Zeichen bekommen, dass auch ich hier nicht ewig reden darf und ich will das auch gar nicht. Aber ich will zumindest auf eine Sache noch mal ganz kurz eingehen. Lucia, die Haltung, wir machen mal irgendwie Politik und warten so lange, bis potenzielle, denkbare, mögliche Koalitionspartner dann so quasi so von sich aus Einsicht in die Notwendigkeit mal unsere politischen Positionen angenommen haben, damit wir endlich darüber reden können, ob es sich mit ihnen zusammen zu regieren lohnt. Ich glaube, also welche Indizien gibt es eigentlich, die uns Hoffnung machen, dass die SPD irgendwie anders wird, einfach so von sich aus? Warum sollte sie das tun? Warum sollte sie das tun, wenn wir ihr nicht Druck machen, wenn ihr nicht Feuer unterm Hintern machen und wenn wir nicht über Verhandlungen, über Inhalte, unter anderem gegebenenfalls auch bei Koalitionsverhandlungen, mit unseren eigenen politischen Vorstellungen die SPD unter Druck setzen? Meine These ist, wenn wir darauf warten, bis die SPD mal so wird, dass sie für uns akzeptabel wird, da werden wir alle ganz, ganz, ganz alt und grau und werden irgendwann sterben. So einfach ist das. Ich will damit sagen, Michaels Forderung, an unserer Substanz zu arbeiten, die teile ich. Lasst uns genau das jetzt tun, anstatt uns gegenseitig Bekenntnisse abzuverlangen. Wir sollten an der Stärkung unserer inhaltlichen Substanz arbeiten. Und die ganzen Überschriften, die ganzen symbolischen Geschichten und der Streit, den ich kenne, seit ich Mitglied der Partei bin, ob man regieren darf oder nicht regieren darf und so weiter, lasst uns das eine Weile beiseite schieben. Lasst uns ernsthaft über Politik reden, und zwar über Politik zur Veränderung dieser Stadt. Berlin kann ein Labor werden für das gute Zusammenleben vieler Menschen in einer Metropole. Darum, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns kämpfen im kommenden Jahr. Lasst uns um ein Ergebnis kämpfen, das so gut ist, dass niemand an uns vorbeikommt. Und damit meine ich, dass niemand an unseren Forderungen und Vorstellungen so einfach vorbei kann. Das ist unsere Aufgabe bis zum 18. September 2016. Ich bin Doro dankbar, dass sie noch mal darauf hingewiesen hat, dass das vermutlich eine harte und anstrengende Aufgabe wird und dass bis dahin vermutlich auch noch ganz viel passieren kann. Deswegen, wenn man mal, manche von uns jubeln, dass wir gerade mal 17% bei Wahlen haben, bei Wahlumfragen haben und so weiter, da haben dann wiederum manche Sozialdemokraten recht, die darauf hingewiesen haben, dass Wahlumfragen keine Wahlergebnisse sind. Am 18. September wird ausgezählt. Bis dahin lasst uns kämpfen, lasst uns Mut machen, zuallererst uns selbst Mut machen und lasst uns dann kämpfen mit Engagement und Herz, nicht so sehr mit dem Bauch, mit Herz um jede Stimme. Vielen Dank.